Herzlich willkommen hier zu einem neuen Video bei der A&M. Heute geht es um ein sehr, sehr cooles Thema, nämlich wie du es in deinem Betrieb schaffen kannst, dass du immer die gleichen Informationen von deinem Kunden, wenn du beim Aufmaßtermin bist, sammeln kannst und wie du immer alle Informationen an einem Ort hast und daraus dann auch ideal und kosten- und zeiteffizient eben ein Angebot erstellen kannst. Wie das funktioniert, das erkläre ich dir heute. Viel Spaß! Und zwar, ich spreche häufig mit Geschäftsführern und Unternehmern im Handwerksbereich, die bei uns eben Partnerbetriebe sind, und die haben das Problem, die sagen, hey Marvin, ich fahre raus zum Kunden, ja, ich schreibe auch die ganze Zeit mit wie ein Irrer, was die haben wollen, ich mache mir Notizen und so weiter, und dann lege ich mir diese Informationen im Büro auf den Tisch und dann liegen die da erstmal ein paar Tage. Und dann nehme ich mir die Informationen wieder und muss daraus dann ein Angebot schreiben. Ja? Erstens bin ich als Geschäftsführer dadurch die ganze Zeit so im Hamsterrad, weil ich irgendwie die ganze Zeit die Sachen von den Kunden oder die Angebote, die warten ja darauf, ich muss die schnell rausbekommen und so weiter. Und ich schaffe es auch gar nicht, das an meine Mitarbeiter abzugeben, weil da so viele detaillierte Informationen dabei sind, dass ich gar nicht in der Lage bin, das an eine Kollegin, einen Kollegen abzugeben, der eben diese Angebote viel schneller als ich auch rausbringen muss. Ja, ich habe da Lust drauf, zum Kunden rauszufahren, das macht mir auch Spaß, ich mache das gerne, aber ich habe eben keinen Bock, hinterher diese Informationen alle irgendwie zusammenzutragen und ich brauche da irgendwie einen Weg, um das besser hinzukriegen. Und genau dafür, genau die Situation, die hatten wir jetzt letztens bei uns in dem Gruppencall, wo wir zusammensaßen mit mehreren Geschäftsführern, das machen wir einmal in der Woche, da sitzen wir zusammen und sprechen über solche Themen, und genau da hatten wir dieses Thema. Und vielleicht ist es für dich auch gar nichts Neues, aber für einige war es etwas Neues, beziehungsweise habe ich ihnen dann auch erstmal die Aufgabe gegeben, sowas zu erstellen. Und die Rede ist von einem klassischen Aufmaßblatt. Ja? Wenn du das in deiner Firma schon hast, dann herzlichen Glückwunsch. Aber viele Handwerksbetriebe, du wirst es nicht glauben, haben das gar nicht. Oder das Ganze ist nur sehr undetailliert oder nur so ein bisschen lieblos gemacht. Und wie sowas aussehen kann, möchte ich dir heute mal zeigen. Und zwar haben wir jetzt hier den MF-Handwerksbetrieb. Ja, das ist mein Handwerksbetrieb. Nein, Spaß. Also ist jetzt einfach mal ein fiktiver Handwerksbetrieb hier. Und so kann sowas aussehen. Ja, das kann zum einen analog sein, auf einem Blatt Papier ausgedruckt. Oder das kann digital auch sein, auf einem iPad und so weiter. Und was du aber verstehen musst, ist, dass du für jedes Aufmaß bei deinem Kunden oder für jede Interaktion mit deinem Kunden vor Ort brauchst du einen standardisierten Ablauf, wie du die Information entgegennimmst und wie du dann auch standardisiert diese Information zu Papier bringst. Ja, und viele machen den Fehler, dass sie das einfach nur auf ein weißes Blatt Papier schreiben und dann versuchen, da möglichst die Details reinzuquetschen. Aber das Wichtigste ist, dass du dir mal Gedanken machen musst, welche Informationen brauche ich alles? Ja, also hier auf der linken Seite haben wir solche einfachen Sachen wie jetzt Name, Anschrift und so weiter, wo die Person wohnt und so weiter. Und hier in der Mitte zum Beispiel kannst du dann ganz detaillierte Informationen hinterlegen, welche Form soll das Ganze haben, und dann Farben und so weiter kannst du dann hier zum Anhaken zum Beispiel machen. Und so kannst du halt sicherstellen, dass du an alle Sachen denkst, ja, weil du gehst das Blatt hier sozusagen von links nach rechts durch und dann hier unten auch. Und hier kannst du dann zum Beispiel halt verschiedene Sachen ankreuzen bei dir und sagen, ja, das möchte der Kunde haben, ja, oder das geht hier übers Eck, und wir brauchen hier noch das, und hier möchten wir hier noch diese Zusatzsache mit dabei haben. Und hier hast du dann natürlich auch noch Platz für normale Notizen, ja, wo du dann einfach auch Freitext reinschreiben kannst. Und dieses ganze Blatt, das ist jetzt erstmal nur ein Beispiel natürlich. Und hier unten können dann noch Aufmaßinformationen rein. Ja, also welche Längen hat man hier, welche Höhen und so weiter. Das kannst du dann hier alles noch vermerken. Aber das Wichtige ist halt, dass du dir mal Gedanken machst, wie sowas bei dir aussehen kann. Der erste Impuls, der immer kommt, ist, wenn ich sowas mit einem Geschäftsführer durchspreche, ist dann immer der Impuls, ja, das ist aber bei uns viel zu individuell. Und diesen Effekt, den hast du jetzt vielleicht bei dir auch schon gehabt, diesen Impuls, dass dein Inneres gesagt hat, ja, das ist bei uns viel zu individuell, das kann ich gar nicht erfassen. Und nimm jetzt mal dieses Video zum Anlass, dir mal wirklich zu überlegen, wie könnte es denn funktionieren? Nicht zu sagen, ja, das geht nicht, sondern überleg dir mal, wie könnte es denn funktionieren, vielleicht auch nur eine 80% Lösung hinzubekommen. Vielleicht schaffst du es hier 80% zum Anhaken hinzubekommen und vielleicht nur noch die letzten 20% der Informationen hier zum Hinschreiben zu machen. Oder du lässt dir hier unten den Bereich nochmal frei oder zum Zeichnen oder so. Ja? Aber überleg dir mal,
welche Informationen kann ich wirklich Stück für Stück durchgehen und kann ich abfragen mit dem Kunden, sodass ich hier dann systematisch so einen Zettel zum Ausfüllen habe. Und diese Aufgabe habe ich dann auch unseren Teilnehmern aus der Mastermind mal gegeben. Mach dir mal Gedanken, wie du das für deinen Betrieb schaffen kannst. Und naja, Tatsache hat es dann geklappt, dass sie nächste Woche sich mal Gedanken gemacht haben und wirklich einen sehr, sehr guten Ansatz hatten, um das zu machen. Und jetzt die Frage, wofür machen wir das Ganze? Das machen wir aus zwei Gründen hauptsächlich. Zum einen oder aus drei Gründen. Der erste Grund ist, du möchtest erstmal einen systematisierten Ablauf haben beim Kunden. Ja, welche Informationen gehst du mit dem Kunden eigentlich durch, sodass du eben die Informationen alle systematisiert durchgehst und das Ganze eben strukturiert aufnehmen kannst. Ja, Punkt Nummer zwei ist, du möchtest es eben schaffen, dass du als Geschäftsführer hinterher noch genau weißt, welche Sachen der Kunde hier gesagt hast und du, gesagt hat und du nicht einfach irgendwie zwei, drei Wochen später oder eine Woche später noch auf diesen Zettel, auf dieses weiße Blatt Papier guckst und sagst, boah, was ich damit jetzt meinte, keine Ahnung. Ja, also es ist einfach, kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Und dann ist es natürlich mega anstrengend, dafür ein Angebot zu erstellen, wenn du gar nicht mehr genau weißt, was du da eigentlich machen wolltest. Also es soll eine Stütze für dich selbst sein. Ja, also erstens beim Kunden. Zweitens, für dich selbst, für dich und drittens, und das ist dann der beste Schritt, den du lieben wirst, für Mitarbeiter. Ja, ich schreibe mal MA, für Mitarbeiter, weil dann, wenn du einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin mal darauf geschult hast, wie du diesen Zettel, dieses Aufmaßblatt liest und daraus, aus diesem Blatt dann ein ideales Angebot erstellen kannst, oder eine ideale Auftragsverwertung, je nachdem, also bei manchen ist es vorher, dass das Aufmaß vorher gemacht wird oder also die Bestandsaufnahme vorher und dann später das Angebot oder es wird der Auftrag erstmal gemacht und dann hinterher wird das Projekt sozusagen erstellt. Kommt drauf an, wie das bei dir im Betrieb ist. Aber wenn du es schaffst, jemanden diesen Zettel auf den Tisch zu legen und danach läuft der Auftrag perfekt durch, ja, dann hast du als Geschäftsführer einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Weil dann kannst du dich darauf verlassen, dass du endlich mal einen guten Prozess und System geschaffen hast, mit dem eben die Informationen vom Kunden in den Auftrag eingegossen werden. Ja, du hast also so das, dein Unternehmen, deinen Prozess mal in so eine schöne Form gegossen und das Ganze funktioniert dann auch. Ja, also das Erste erstmal beim Kunden, dass das Ganze strukturiert aufgenommen wird. Zweitens für dich, wenn du selber noch Angebote oder dann die Projekte sozusagen aufbereitest und schreibst, also für die AV zum Beispiel dann. Oder eben dann, um das an Mitarbeiter abzugeben, ja, die das dann später machen können. Wie das jetzt hier im Detail aussieht, das ist eine Hausaufgabe mal für dich, ja, wie das Ganze aussehen kann. Das sieht auch bei jedem Handwerksbetrieb anders aus. Ja, also ich habe schon diverse Sachen gesehen. Das kommt halt wirklich auf den Betrieb an. Aber das Wichtige ist halt erstmal so ein Blatt zu haben. Und ob das jetzt digital oder analog ist, ist auch erstmal egal. Hauptsache, du hast sowas erstmal. Wenn du dazu Fragen hast, wie man sowas ausgestalten kann, kannst du mich auch gerne fragen unter den Kommentaren hier. Ich gehe da auch gerne mal persönlich drauf ein. Also stell mir gerne deine Fragen hier unter dem Video. Und wenn dir das gefallen hat oder wenn du sagst, ich habe da einen Impuls mitgenommen oder ich habe gemerkt, ey, ich muss sowas eigentlich auch mal bei mir machen, dann gib dem Video gerne mal einen Daumen hoch. Freue ich mich auch persönlich immer, dann weiß ich, dass das hier gut ankommt. Und ja, ich freue mich dann auf das nächste Video und bis dann. Ciao.